Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Pillars of Eternity der zweiten Staffel. Ja, wir haben. Ich habe neu geladen an der Stelle, bevor wir das Schwert aus dem Stein gezogen haben. Und das macht bitte mal Kanna. Statt dem. Der Klinge der endlosen Pfade, dass er dann diese Klinge kriegt, die ja seelengebunden ist. Du fährst mit den Fingern die verbliebenen Umrisse und Formen in diesen Tafeln nach. Offenbar waren sie einst eine Folge von blablabla. Okay. Hinter einem eisigen Vorhang aus Wasser befindet sich eine Nische, deren Wände mit Eis bedeckt sind. In der Mitte siehst du ein grob gehauenes Steinpodest, ebenfalls mit Eis und mit dem Wasserfall bedeckt. Ein kreuzförmiges Heft und eine geschwungene Klinge ragen aus dem Podest heraus. Der Größe des Hefts und der mutmaßlichen Länge der Klinge nach handelt es sich wohl um einen Panzerbrecher. Ja, die Gegend untersuchen, die Nische und das Steinpodest sind kaum mehr als auf eine Ruine. Eis bricht Risse in den Stein und überzieht den glatten Boden. Der Panzerbrecher scheint im besseren Zustand zu sein, zumindest der kleine Teil, den du sehen kannst. Es erscheint seltsam, dass jemand ihn hier zurücklassen würde. Als du dich näherst, hörst du jedoch Schreie und Rufe gepeinigter Seelen. Zu dem Podest gehen und die Waffe aus dem Stein ziehen. Wer soll gehen? Kanna. Kanna duckt sich unter den eiskalten Wasserfall und atmet scharf ein. Zitternde Armzüge hallen in der kleinen Kammer wieder. Das herabfallende Wasser zeichnet Muster auf die Klinge, als Kanna sich ihr nähert. Kanna ergreift das Heft. Der Hass, die Furcht und die Gewalt von einem Dutzend wahnsinniger, fieberhafter Stimme führt den Verstand von Kanna. Kanna wird von einer Welle mentaler Schmerzen übermannt und erzittert bei dem verzweifelten Versuch, die Stimmen abzuwehren. Angestrichenes Ängsten und schmerzvolle Rufe hallen durch den winzigen Raum. Weiter festhalten. Kanna behält das Schwert fest in den Händen, vor Anstrengung zittert vor Atmen. Schließlich gewinnt Kanna trotz der lärmenden Stimmen ein gewisses Maß an Kontrolle zurück. Gerade als der Atem von Kanna sich beruhigt und die Kakophonie nachlässt, wird jedoch der Arm von Kanna nach vorne gezogen. Es fühlt sich plötzlich an, als würde Kanna eine schwere und schmerzhafte Last tragen. Kanna könnte den Panzerbrecher vermutlich herausziehen, aber das erfordert Vorsicht und Anstrengung. Die Klinge inspizieren. Die Klinge ist aus ebenem, robusten Stahl. Kanna betrachtet sie näher und sieht einen Teil eines Gedichts als Inschrift in der Klinge. Des Verräters Schicksal ist zu schlafen ohne Ruhe und Rast, weil durch das Wissen seiner Tat sein Herz schwer belast. Echte Reue aber löst die Fesseln des Krams Seil. Gutes Handeln rettet vom Schafott ihm und vom Beil. Den Panzerbrecher aus dem Stein ziehen, gegen das Podest stemmen und den Panzerbrecher herausziehen. Kanna stellt sich beidbeinig auf das Podest, um mehr Hebelwirkung zu haben. Den Panzerbrecher aus dem Stein ziehen. Kanna bearbeitet den Panzerbrecher etwas und kann ihn dann ohne große Mühe herausziehen. Als Kanna aber versucht, den Panzerbrecher loszulassen, bleibt er an der Hand von Kanna kleben. Etwas in der Waffe umklammert die Seele von Kanna und bindet sich an sie. Auf der Klinge leuchtet eine Inschrift auf. Ja. Dieser Panzerbrecher hat eine glatte, robuste Klinge, die spitz wie eine Nadel zuläuft. Das Stöhnen von einem Dutzend gepeinigter Seelen hält aus dem Metall wieder und bindet die Waffe an die Hand ihres Besitzers, solange der Fluch besteht. In der Klinge sind einige Verse eingraviert. Ja, den hatten wir gerade schon. Ein neuer Vers ist erschienen, als die Klinge aus dem Podest gezogen wurde. Finde das Wirbeln von Kupfer, Adra, Stein. Erwecke deine Essenz, willst reumütig du sein. Also, finde das Wirbel aus Kupfer, Adra und Stein klingt nach einer von den Photonkanonen, wie ich sie gerne nenne. Ich weiß nicht, ich kann nicht anders als die Dinger so bezeichnen. Aber welche? Wenn es da ist, wo ich erweckt wurde, also als Wächter, dann müsste das die erste sein. Da können wir ja bei Gelegenheit mal nachgucken gehen. Aber Kanna hat auf jeden Fall das Ding jetzt in der Hand. Und kann es nicht, kann die Waffe nicht wechseln. Following your lead. Right away. Okay. Kanna ist jetzt auch erschöpft davon.
Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Sehe ich, wie viele Verse das Ding hat? Nicht wirklich. Naja, eigentlich will ich jetzt erst die Gebiete erkunden. Anstatt jetzt hier Schnitzeljagd zu spielen wegen einer Klinge. Deswegen lassen wir die Klinge jetzt erstmal der Klinge sein. Und sobald ich die andere, das Gebiet zu Ende erkundet habe und das andere Gebiet, was westlich von Stalwart ist, wir kommen garantiert eh nochmal in dieses Gebiet hier zurück. Dann können wir auch dann die Klinge holen. I'm here. Rasten. Okay, interessante Wortwahl. Na gut, hier hatten wir Rastvorräte, aber sonst nichts. Oh, stimmt, hier drüben war noch Eistrolle. Moment, waren die schon... Nee, die waren nicht... Nicht schon immer da. Trollhaut. Nee, die waren nicht schon immer hier. Hallo, Feuerball. Das ist Durens, der hier behauen wird. Okay, eingefrorene Ogre. Also ich... Doch, sind Ogre, ja. Oh. Töte 5 Feuer mit Grünsteinstab. Oder töte 25 Feinde mit dem Grünsteinstab. Mhm. I'm here. Aber ja, die Trolle waren vorher nicht hier, weil vorher das Kopfgeld dort war. So, jetzt haben wir nur noch den Weg hier runter. Und hier ist eine Höhle. Gucken wir doch mal in die Höhle rein. So. Quietly now. Gut sieht das hier schon mal nicht aus. Eispest, okay, aber die ist uns nicht feindlich gesonnen.
Die Höhle ist auch nicht sonderlich groß, so wie ich das sehe. Ach, ach du meine Güte. Alpindrache. Nein, ich gehe. Tschüss. Das wird nämlich der Drache sein, denke ich mal, der in den Achievements erwähnt wird. Es gibt nämlich zwei Achievements für Drachen. Einmal das erste Achievement ist aus dem Hauptspiel, das war den geflügelten Drachen und den Adra-Drachen töten. Den geflügelten haben wir schon getötet, den Adra-Drachen, der fehlt noch. Den habe ich bis jetzt noch nie getötet, ehrlich gesagt. Und das zweite ist den Drachen in der Weißmark töten. Von dem ich davon ausgehe, dass er noch schwieriger ist als der Adra-Drache. Und, ja, der Adra-Drache ist schon sau schwer. Also entweder Level 15 erreicht haben vielleicht. Oder wenn wir Max-Level erreicht haben. Aber wenn der Adra-Drache der Seelenzwilling von ihm hier sein soll, dann kann er sich echt freuen. So, welche Quests können wir jetzt eigentlich abschließen? Das ist bei der Batterie. Das ist noch gar nichts. Das ist ein Kopfgeld, das wir noch nicht abgeschlossen haben. Und das ist das Kopfgeld, das wir ja abgeschlossen haben. Und die Thermalperle, das haben wir auf jeden Fall. Ein edler Tropfen dauert noch. Handel mit Reue. Das ist auch in der Nähe von Dobrans Batterie. Das ist die Quest von Manea. Gunst des Jägers ist auch im Westen. Das ist Dobrans Batterie. Defala ist im Westen, glaube ich, gewesen, oder? Ja, auch im Westen, stimmt. Und seine bessere Hälfte ist das mit dem Drachen. Ja, da will ich aber erstmal nicht hin. Also hier haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Dann erstmal zurück nach Stalwart. Dass wir das Kopfgeld und das nicht mehr vorhandene Ei abgeben können. So, das müsste beides eigentlich hier. Nee, das war nicht beides hier oben. Das eine war irgendwo hier unten, glaube ich. Der Kopfgeldtyp war hier. Habe ich mir eigentlich angesehen, was sie so im Angebot hat? Ja, hatte ich. Gewand von Wales Augen. Das ist ein Mönchsgewand gewesen, gell? Was trägt eigentlich Alof gerade für ein Gewand? Ach, Alofs Lederrüstung, ja. Okay. Ja, die Kappe, die nichts bringt.
Der Umhang ist gar nicht schlecht. Genauigkeit, Panzerhandschuhe der Genauigkeit, der bringt nicht viel und der Rest ist Zeugs. Ja. Gut. Erstmal nix. Du bist der Typ, der den Schnaps wollte.